Der Holocaust ist witzig! Jetzt erstmal die Frage: wie viele von euch haben Leander gelegt? Ich nicht. Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich. Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Dönerbude. Ich bin der Christian. Hi! Und wir spielen heute wieder eine autistische Runde Cards Against Humanity mit Ich bin Fett 133. Fest! Hi, ich bin der Christian. Na, seid ihr auch dabei? Oh mein Gott. Ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Also, ich will vorlesen. Alter, etwas und etwas mit einer kleinen Prise, etwas ist das beste Rezept. Viel Spaß, direkt 3 Karten. Das wird super. Oh, ich liebe. Ich hab die perfekten Karten dafür. Ich habe uns dieses Mal nicht 10, sondern 12 Handkarten gegeben, damit die Wahrscheinlichkeit, dass man was Sinnvolles hat, ein bisschen höher ist. Oh, ich glaube aber, ich habe die Blank Cards nicht so hoch, wie sie gehören. Nur 0 Blank Cards, ey. Oh, ändert sich ab der nächsten Runde. Junge, oh, ich weiß nicht. Das sieht was aus. Ja. Los, mach schneller, Fotze. Junge, Schnauze. Eingedostes Menschenfleisch und Jägermeister! Mit einer kleinen Prise gelben Schneeessen ist das beste Rezept. Wahrscheinlich. Kann ich zustimmen, esse ich heute Abend. Ja, nett. Ein pädophiles Kind und schwule Schlümpfe mit einer kleinen Prise, wenn jetzt Papst kommt. Ah, Faschisten. Ist das beste Rezept. Ich hätte gern Papst gesehen. Ja. Tote Babys. Und ein gebrauchtes Konsum mit einer kleinen Prise. Warum Hundebabys? Oh, ich bin gerade am Schwanken. Ich bin gerade am Schwanken, wer den Punkt kriegt. Ich muss sagen, ich mag schon. Ich. Ja, ich mag tote Babys, deswegen. Danke sehr. Ey, aber meins war wenigstens ein Rezept. Das sollte könnte man. Ja, das stimmt! Also, vielleicht nur einmal, aber. Ich weiß nicht, wer jetzt mich kennt. Was ist das Gegenteil von Schnapspralinen? Das ist scheiße. Ja, komm, es geht. Okay. Schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für. Hab ich was? Ich hab das Perfekte. Den Punkt muss ich bekommen. Ich hab Angst vor der Runde. Also, ich hab eine super Karte. Da kann keiner was sagen. So, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für erektile Dysfunktion. Was? Ja. Ja, ja, ich glaube, ich will das nicht eben gerade mal googeln. Ich mache es doch gar nicht. Hallo. Der Holocaust. Ja, schön. Machen Sie sich bereit für. Das ist das Beste. Oh Mann! Bayern darf hier doch nicht so gehen! Holocaust-Witze sind nicht mehr witzig, okay? Doch! Nein! Der Holocaust ist witzig! Das schneide ich in Teaser, den Satz! Darf ich ihn sehen? Meine Werten? Ich hab schon was. Trotzdem vorlesen. Jan! Ja, Mann. Vorlesen! Hab ich doch schon, wie riechen alte Leute? Also. Spaß. Okay, wie riechen alte Leute? Was? Das macht gar keinen Sinn! Da hau keine Augen mit dem an! Da kein Kind nein. Wenn du furzelst. Was? Kann ich alles unterstützen, ne? Ja. Meine Karten sind. Also da Jesus. Kann ich nur sagen. Oh, schönen Dank, oh. Entgegen einem neuen Mario World. Oh, das klingt gut. Also, Alter, die Karte könnte ich jetzt legen. Hier. Dann wäre. Obwohl die ich glaube, die ist schon am geilsten. Aber andererseits ging ja auch das da oder das da. Sehen die Zuschauer jetzt halt wieder alles. Aber ich nehme das. Nein, nicht Leander.
ist das für eine Karte? Spiel mal was aus. Ja, beeil uns! Also, nein, der neue Endgegner ist... Tja... Oder, die Bitch der AfD, Axel Voss. Oh Mann, ich bin mal eine Sekunde weg, wenn die Karten auswählt, nachdem ich vorgelesen hab. Tschüss. Fick dich. Keine Ecke. Was heilen? Im neuen Disney-Film kämpft Hannah Montana das erste gegen so viel Spaß beim Auswählen. Ich bin kurz weg, unterhaltet die Zuschauer. Das ist auch scheiße. So, passt. Ich bin fertig. Ich habe einfach nur was Wundervolles. Das ist auch eine Scheißkarte. Ich hab nur Scheiße. Ich hab richtig gute Karten dieses Mal. Ich crash halt jedes Mal. So, eure Lieblingsschmulette ist wieder da! Erfreulich. Ich hab grad gefragt, dass ich ein bisschen länger hier machen kann als erst geplant. So. In dem neuen Disney-Film kämpft Hannah Montana das erste Mal gegen Justin Bieber. Also das wäre echt so, das könnte ich mir vorstellen. Der arme Justin Bieber, der wird zerstört. Das ist sowas, das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass das zum Film kommt. Im neuen Disney-Film kämpft Hannah Montana das erste Mal gegen der sexuelle Belästigungspanda. Ja, wer gewinnt, ist glaube ich keine Frage. Hannah Montana hat keine Chance. Und natürlich, sie kämpft auch im dritten Teil gegen alte japanische Leute. Das Problem ist, dass da ziemlich viele Leute, alte japanische Leute gibt. Der Belästigungspanda war auch sehr toll. Der Belästigungspanda war auch sehr toll, aber mit dem Artikel der hat es nicht gepasst. Da kommt das Arische in mir hoch. Chuck Norris hat Angst vor, da kann man theoretisch alles reinpacken. Oh, da geht einiges. Oh, mach mal hin, ey. Oh, und so. Der hat mich abstechen. Oh. Okay. Das Walross hat schon was. Oh, ich häng grad zwischen zwei, Entschuldigung. Das hier wäre auch schön gewesen, natürlich. Ja, also, lies vor. Ja, okay. Yay, Internet. Ja, also bei mir läuft's, glaube ich, halbwegs. So, mein Headset hat nur ein bisschen AIDS, wenn ich's auflade, hat... Alter, schon wieder, ey. Ich merk's. Alter, lad es doch mal über Nacht auf. Das will er aber nicht. Junge, so. Hallo? Hi. Ja. Ja. Chuck Norris hat Angst vor langweiligem Sex in der Missionarsstellung. Ja, aber das verstehe ich, wert das nicht. Ich. Hä, was bist du für ein Angst vor Leander? Das habe ich nicht, weil habt ihr schon mal Leander gesehen? Alter, nee. Ich habe Angst vor Leander. Also ich habe keine Angst vor Leander, ey. Naja, der könnte dich überrollen. Chewbacca auf einer Furry Convention, das ist sicher von Jan, ey. Ja. Oh. Ja, ich wusste es. Mann, ich hab nur Punkte, ich brauch mal welche. Och Mann, ich bin jetzt nicht mehr Erster. Mein Harem-Anime ist komplett ohne. The fuck? Das behalten wir, das bin ich geskippt. Alter, da hab ich auch eine super Karte für. Seid Anime-freudig, alles was gegen Animes geht, wird nicht gewonnen. Also meins, also wenn aus meinem ein Anime wird, den gucke ich. Mein Harem-Anime das ist komplett ohne. Kein Harem-Anime ist komplett ohne vollgeschissene Konstruktion. Ja. Mein Harem-Anime ist komplett ohne. Oh, ja, das ist wahrscheinlich sogar wahr. Ist so. Naja, das zweite Mal. Mann, ich brauch Punkte! Nicht mal die Messdiener!
Nicht mal die Messdiener! Trotzdem. Mama, was gibt es zum Mittag? Junge, ich hab so eine Karte, die will ich so unglaublich gerne spielen, weil es ist ein Oh, ich hab was gut gehört. Also ich hatte eben diese Sofort, Karte. Ich hatte eben diese Karte, das wäre so das Langweiligste, was man legen könnte. Ich hab grad richtig viel Scheiße, ich muss ja erstmal wieder viel löschen. Magst du Bratwurst? So, komm jetzt ganz kacke. Bratwurst. Okay, also, es gibt... Febreze. Kennt ihr nicht Febreze, Alter? Ja, davon trinke ich auch immer jeden Morgen. Also nichts. Also ja, hier überhaupt nichts. Motzen allesamt. Boah, ich will jetzt genau dasselbe. War dein Ernst oder nur ein Freundschaftsversprecher? Skippen. Okay. Skippen. Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich auszusetzen. Oh. Die ist irgendwie auch scheiße. Skip. Och man, nee, wir können. Nee, die lasse ich jetzt. Wir können nicht alles skippen. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht drei Leute dasselbe haben. Also ich könnte mir eine Sache vorstellen, auf jeden Fall, die vorkommen wird sehr wahrscheinlich. So, das ist die einzige Karte, die geht. Jan, du schaffst's auch noch. Komm schon. Renne. Fix nicht so laut. Okay. ja. Okay. Das ist kein bisschen Jan oder so. Nee, bloß Jan. Nicht. Können wir das Leander-Bashing ein bisschen runterschrauben? Ja. Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich. Ihr seid alle behindert! Ich wusste es so sehr! Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich. Ja, das einzige Innovative. Okay. Dankeschön. Ich muss das mit Leander legen. Ich hab daran sehr lange geschrieben. Vielen Dank, du Arsch! Ich hab noch 0 Punkte, Alter! Warum liegt hier Stroh? Das Rum ist falsch. Ja. Ja. Deswegen ich hab's nicht geschrieben. Ich hab's nicht geschrieben, wir wissen alle, was gemeint ist. Wusstet ihr, dass der Schauspieler einfach nur anonym sein wollte und deswegen eine Maske auf hatte? LOL! Woher weißt du das? Er war der Schauspieler! Reasons. Er war also der Schauspieler! Ja, was Schönes. Warum liegt hier Stroh? Ich bin Landwirt, ich bügele jede Ritze. Gut gemacht, Noah! Ein Zungenkuss mit einem Ruf. Pandasex. Nett, der Jan mag Pandasex. Junge. Das ist mehr, kann ich nicht sagen. Da hat er keinen Bock mehr, Alter. Was soll ich da? Die sind auch alle so. Junge. Also, ich finde das alles sehr erregend. Wobei, der echte Dialog hat auch ungefähr genauso viel, so gute Qualität wie das hier. Mann! Ja. Ich brauch Punkte! Du kriegst keine Punkte. Fortsend! Oh, was machst du? Hat Vin Diesel zu Abend gegessen? Hatten wir das mit dem Essen nicht eben schon? Nee, stimmt, hatten wir nicht, aber ist trotzdem scheiße. Mach weiter. Ja, wir hatten was gibt's zum Abendessen oder Mittagessen oder so. Wobei, der was würde Oma verstören, doch irgendwie anziehen? Was? Endlich kann ich diese Karte legen. Endlich kann ich die Karte legen. Der Chrissy weiß genau, was ich tun. Da habe ich auch eine super Karte für. So, dann mach. Okay, was würde Oma verstören, doch irgendwie anziehen? Mehl auf eine fette Frau kippen. Was? Was?
Was? Der mumifizierte Schwanz auf dem Boden. Okay. Was? Peter Nervis. Okay. Alles super. Das Mädels, ich glaub, das ist, ich glaub, das macht. Mann, ich brauch Punkte! Du kriegst keine Punkte, aber nicht. Ihr näht uns! High five, Bro. Aha. Digga, ich hab die ganze Zeit so richtig schlechte Karten. Diese Karte ist aber auch echt scheiße. Ja. Soll ich skippen? Ja. Nein, komm, ich hab jetzt was! Aber wir nicht. Alter. Ja, ich nehme auch. Komm, Jan. Okay, diese Karte macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Okay. Was soll das bitte, Bärbel? Ein Name. Warum Bärbel? Also ich hab jetzt. Warum nicht? Ich hab jetzt eine Chance von einem Drittel Günther zu nehmen und ich will das nicht, also. Werde es meins, nimm mich. Nein, ich nehm's nicht. Nein! Ja! Nein! Porsche Gamer! Ich hab grad mein Headset geschlagen, aua! Ja! Die Spitznamen meiner Brüste sind. Oh Gott! Viel Spaß! Ich hab wundervoll! Viel Spaß, Alter! Ich hab einen Punkt! Oh, was nehme ich? Ah. Halt ich noch mal ein. Doch, ich bleib so. Dabei. Die Spitznamen meiner Brüste sind Genghis Khan und Isis. Nett. Ja. Andererseits könnte es auch Nordkorea und wenn jetzt Südkorea gekommen wäre, hätte ich toll gefunden. Die Spitznamen meiner Brüste sind. Alter, du immer wieder Ruhe, die würden sich die ganze Zeit irgendwie überkriegen, ey. Okay. Hey, komm, das mit. Mit Nordkorea identifiziere ich mich am besten. Scheiße, der braucht ja nur noch einen Punkt, dann hat er gewonnen. Junge, wenn die wirklich Nordkorea und Südkorea heißen, dann heißt es aber Krach im Bett. Die würden sich die ganze Zeit bekämpfen. Ja. Was ist am krustigsten? Was? The fuck? Was? Soll ich das skippen? Ja, skippen. Warum haben wir heute so viel Scheiße? Okay, das nehmen wir. Der ist gut. Das nehmen wir. Oh, ich... Der ist gut. Ich könnte das nehmen oder was ähnliches. Junge, ich wette, es kommt einmal Hitler dran. Oh, so. Das wollte ich gerade schreiben. Digga, ich schwöre, ich wollte gerade Hitler schreiben, als du das gesagt hast. Ich wusste es, ich wusste es. So, Putin ist der wahre Jesus. Herr Kong ist der schon Jesus. Wieder! Papa Stalin! Stalin! Okay! Papa Stalin! Herr Kong, der ist wenigstens ein bisschen besser als Hitler. Aber der gibt seinen Leuten kein Essen! Ja, wer braucht das? Ja, wenn sie es nicht mehr intelligent nutzen! Er spielt Afrika, Alter, Hauptsache kein Essen. Ja. So, damit mache ich keinen Punkt. Du machst sowieso keine Punkte. In Österreich im Keller eingesperrt sein, intelligent nutzt. Ein Gutschein und ein Mann mittleren Alters auf Rollschuh. Ach, das. Ja, das ah, war. Nein, ja, als ob die Runde ist rum. Hilfe. Easy. Oh. Da fuck. Schönen Dank, du Arsch. So, nächste Runde ohne Umschweife, komm. So möchte ich sterben. Okay. Oh, ich kann so mega endlich werden. Ich hab was Schönes. Ich hab auch eine geile Karte, ich will nur vorher. So eine Karte, wo einfach, wo man oft so fünf verschiedene Sachen hat, die passen. Ich hab auch eine richtig geile, ich lösche nur vorher ein paar bei mir. Junge, also... Wenn ich jetzt ganz edgy sein möchte, könnte ich hier selbst...
Boah, voll edgy, Digga. Ah, nee, das ist scheiße. Weißt du, was auch scheiße ist? Der Ander. Das ist wahr. Lustig! Sorry, das ist mein Kater. Sterner-Bashing geht echt zu weit. Nein, ja, schon. Bogen im Spektrum, so richtig Sterner. Okay. Jeder das seine. Wenn man als Kerl zum ersten Mal in Hip-Hop wird, wird man feststellen, dass man doch nicht schwul ist. Aber dann ist, ja, dann ist ja schon zu spät zum Feststellen, dass man doch nicht schwul ist. Ja. Tja. Ich will jetzt ins Swing-Club gehen. Was? Ja, Mann. Oh, Mann. Sieh durch. Sie kriegt immer Punkte. Ist so. Sieh durch. Digga, wie das Koks, das zieh ich auch durch. Junge, ey. Statt Schachmatt benutzt man nun den Begriff. Ja, ist gut. Oh Gott, ich will's gar nicht wissen. Wahrscheinlich ist gar nicht mal so gut, aber ich find's ganz passend. Beeilung! Also ich fände es ja allgemein super, wenn man in Schach einfach Schachmatt durch Ehre genommen ersetzen würde. Statt Schachmatt benutzt man nun den Begriff Uno. Da war jemand ganz witzig. Voll lustig. Statt Schachmatt benutzt man nun den Begriff Mein Beziehungsstatus. Das ist doch das Gleiche. Ja, so ungefähr. Oder man kann natürlich auch alternativ Batman sagen. Das ist eine Stadt in Türkei. Ja, ja, das ist wahr. Aber man spricht das Batman aus. Batman! Batman! Ja, Mann, zieh durch. Wie? Der kriegt alle Punkte. Der zieht durch, wie ich mein Koks. Oh, oh geil. Krieg, wofür ist der gut? Ich glaube, wir wissen alles. Ich hätte jetzt eine Karte, die ist mir zu langweilig, aber ich hätte auch sterben legen können. Schnauze. Wer verkackt gerade Megalovania auf der Flöte zu spielen? Ich hab nicht mal einen. Ich hab nichts gespielt. Ich kann tatsächlich Flöte spielen. Ich werde euch alle noch umbringen irgendwann. Ich habe Instrumente auf meinem Tisch liegen. Und zwei davon sind mega komisch, weil... Los, zieh! Krieg ist für der Todesstern gut. Krieg ist für arisches Reich an die Macht gut. Krieg ist für... Was? Das. Oh, ja, das Gift lebt nicht. Ah, nice! Nur, das macht immer noch keinen Sinn. Ich weiß. Das ist total scheiße. Die Zuschauer sehen es nicht. Und nur, weil ich will, dass Günni keinen Punkt kriegt, und nee, ich... Ja, dummer Haufen... Warte, da was. The fuck? Ich werde euch alle umbringen. Junge, ey. Was ist das nächste Heavenly Spiel? Digga, ich hab einfach zweimal die ich hab einfach zweimal die selbe Karte. Junge, ey. Ich hab hier mindestens drei. Ich hab hier mindestens drei, nee, vier Karten. Okay, ich hab zwei. Oh, was mach ich hier? Ich hab ne ganz gute. Ich bin fett. 1337. Beeil dich. Ich nehme das. Okay. Das nächste Spielzeug wird sein. Hitler. Ja. Zerlohn. Ein lebensechtes. Oder? Digga, erstmal zu Magus. Junge, Prinz Albert. Erstmal zu Magus. Mann, ich brauch Punkte hier voll. Du kriegst keine Punkte, ich krieg auch keine Punkte. Ja, du bist ja auch du, bei dir ist man's gewohnt. Als ich irgendwas oder irgendwen endlich traf, duftete es nach irgendwas. Ha ha ha!
Gott, ist das dumm! Alter, ist so schlecht. Ist so schlecht, was ich lege. So schlecht einfach. Jesus. Also, als ich Emil Hasselhoff, der einen Burger vom Boden isst, zum ersten Mal traf, duftete er nach Leander. Was? Nein! Und der duftete nach Angela Merkel. Ich will nicht sagen, dass ich die Karte gemacht habe. Da hätte jetzt Angela Merkel sein müssen. Und die duftete nach Chris. Das kann nicht sein. Okay. Stimmt doch alles, Leanders Penis ist eine richtige Karte. Ja. Ja, ich weiß, die hab ich gemacht. Die heißt sogar einfach nur kleiner Cock. In dem Deck gibt's nur die Frage, nenne einen kleinen Gegenstand und die Antwort Leanders Penis. Ich fühle mich schön mit. Ich kann Decks erstellen, Alter. Junge, ich hab hier nichts. Nicht mal Freunde. Das stimmt. Ich fühle mich schön mit Smiley Urban Jaggerman Jensen. Er war die Nummer 1. Nö. Die erste Nummer. Die erste. Die Karte ist falsch, Junge, Alter. Ich fühle mich schön mit doppelte Penetration. Ja, kann ich zustimmen. Außerdem fühle ich mich schön mit. Beide Seiten genudelt. Yay. mit der ganzen Runde haben bisher nur zwei Leute Punkte bekommen. Der ist so. Da hat der Günni einen Fetisch, ne? Ja! Ja! Was? Es ist ja wahrscheinlich ein Horcrux. War es nicht irgendein Harry Potter? Ja, das ist ja. Harry Potter. Ja, es gibt. Da hat der Typ einen Teil von seiner Seele rein. Ja, Harry Potter war scheiße. Das habe ich alle getan. Endlich! Finde ich auch! Hier. Finde ich auch. Die Filme sind halt echt scheiße. Ich weiß nicht, wie die Bücher sind, aber die Filme sind scheiße. Sag dann, dass mein Lea, dass Harry Potter scheiße ist, würde ich wahrscheinlich auch. Hab ich schon. Ich hab's. Sie haben mir zugestimmt. Du das jetzt skippen oder nicht? Ja. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage hineingezogen werden. Oh, meine Werden, ich hab was Wundervolles. Mein Schwanz, was? Oh Gott, nein, das hab ich zwei. Oh zwei Gott, Dinger. Ich hab drei! Digga! Okay, das kann ich nicht nochmal. Du hast keinen. Okay, nee, ich hab drei. Also. Ja, wow! So oft für Chernobyl gewesen. So wieder fast all meine Karten gelöscht. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in Frauenwahlrecht hineingezogen werden. Okay. Sowas in ich aber auch. Den Papst hineingezogen werden. Oh. Wenn er so Alu Akbar heißt und du ihn Alter, das stelle ich mir lustig vor. Der Papst, Junge. Jawohl! Das ist einfach nur. Ist einfach. Ja. Ich wollte eigentlich russische Kellerporno frei. Hä, das wäre aber keine. Das wäre keine Schande. Ich meine. Während Picassos oftmals übersehen Frauenperiode schuf, wurde Gemälde von. Das finde ich gut. Die braunen Perioden. Okay, die Karte legt. Die Karte legt. Soll ich die legen oder kann ich dafür einen Strike kriegen? Ich leg's einfach, wir finden's heraus. Ja, komm, YOLO! Hast du eigentlich schon Strike? Nee, ich hatte mal vor einer Ewigkeit einen, der ist inzwischen ausgelaufen. So, Gemälde von? Okay. Was? Ginger Dune? Das ist nicht möglich. Ein Tumor in der Harnröhre. Mhm. Ein Mann, solange er Regen frisst. Was? Jawoll! Von mir. Junge, das geht doch nicht. Ja! Geht gar nicht. Alter, da kickt er aus wie Fußball. Aber ganz heftig. Hä? Ach so. Irgendwas, Karte, was hätte irgendwer getan. Soll ich die behalten oder skippen? Skip. Skip. Bin ich auch der Meinung.
Neues von J.K. Rowling. Harry Potter und die Kammer der Porn. Nein, die Kammer des Silber. So. Super Karte, das ergibt keinen Sinn. Aber es juckt mich nicht. So. Los geht's. Junge Fetze. Achso, ja. Neue, die Kammer des Mästen, ne? Aha. Staubzapfer. Die Kammer des Staubzapfers. Qualmfischen. Qualmfischen. Junge Jan, ey. Vor allem des Staubsaugermasturbation gefällt mir. Ja, ja, nichts ist hier grammatikalisch korrekt von Land. Wer nutzt denn bitte schon noch den Genitiv, ey? Genitiv in das wollte ich auch gerade sagen! Das stimmt, Genitiv ich habe getötet. Wie fragst du? Hä? Was wollen die bitte mit wie fragst du? Nein, Genitiv damit, ins damit ist gemeint, ist du sollst relativ sagen, wie du wen auch immer umgebracht hast. Ah, okay, danke. Also, an die Zuschauer, alles, was hier gleich geschrieben wird, beruht auf wahren Begebenheiten. Nicht so laut atmen, das verstört mich. Das war Jan. Das stimmt. Ich habe Donald Trump getötet. Wie fragst du? Frauenwahlrecht. Inzest. Das stimmt. Was? Ja gut. Ich habe. Okay. Ich habe mir da kurz. Wie fragst du? Nein. Das stimmt. Ich habe Mohammed, Gott segne ihn und schenke ihm Heil, getötet. Wie fragst du? Hä? Muss ich echt als wählen? Ja. Ja. Das ist scheiße. Hey, hey. Junge, ey, wie, Petzer und ich bin fertig gleich auf und ich habe nur noch 0 Punkte. Yay. Aha. Letzte Nacht träumt dich von, oh nein, warum muss ich diese scheiß Karte ist. Oh, ich hab ne super Karte. Junge. Das habe ich letzte Nacht. Da liegt einer Leander, ey. Also das, was ich leg, habe ich letzte Nacht wirklich geträumt. Das, was ich leg, habe ich letzte Nacht auch auf jeden Fall wirklich geträumt. Oh nein. Die da will ich irgendwann mal legen, auf jeden Fall. Die ist toll. Leander oder was? Nein. Wovon? Jan ist doch nicht toll. Ja, letzte Nacht träumte ich von der Versuch, deinen Nachbarn zu vergessen, um festzustellen, dass es der falsche Nachbar war. Ah ja. Letzte Nacht träumte ich von Günther Jauch, der von einem hat. Da war ich mal kurz besoffen. Letzte Nacht träumte ich von. Aha. Aha. Alles klar, ist notiert. Was? Günther aus Jauch, Junge! Günther Jauch! Günther Lauch. Junge, das ist Günther Jauch, dein zweiter Fetisch. Nee, mein 87. Ich habe noch Probleme, aber ja, ist keins davon. Wenn einer von euch Lerner schreibt, bringe ich denjenigen um. So, super Karte. Was? Was? Er kommt gleich. Soll ich dich anzünden? Ich glaube, das wäre. Ja. Ich glaube, das wären. Ich habe nur noch Probleme, aber es kann. Die Mannschaft Angst vor Algen. Wie heißt das? Irrigierten. Irrigierten. Nur sauber werden, dass man einen Ständer bekommt. Ah ja. Pädophile. Junge, was? Das ist nicht mal witzig. Junge! Ich will Bomben! Kennt ihr eigentlich die Angst vor langen Wörtern? Ja. Ja. Ich kenne die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Hashtag irgendwas. Die Karte ist scheiße. Tschüss. Warte kurz. Die Angst vor langen Wörtern heißt Hippopotomostrosequipedaliophobie. Oh, ey, was soll das? Ein sehr kurzes Wort. Was oder wer ist für den Tod von John F. Kennedy?
Ich glaube, der Typ, der diese Krankheit so genannt hat, wollte es extra machen, um diese Leute zu verarschen. Wie kommst du darauf? Ja. Keine Ahnung, also. Mein Lieblingsphobie ist ja Anatiadeophobie oder irgendwas. Das ist die Angst vor einer Ente beobachtet zu werden. Ja, die ist toll. Das ist wunderbar. Das ist schlecht. Sind wir tot an. Okay. Und? Was? Und Landminen. Landminen, ja, auf jeden Fall. Landminen! Ja, hier macht's ja Sinn, man darf's nicht overuse. Ja, ist ja. Okay. Aber wir hatten's heute noch gar nicht, deswegen. Ja, das stimmt. Es sind immer die kleinen Dinge im Leben. Jeder, der Leanders Penis schreibt, ist raus. Hey! Es war so klar! Junge, wie so eine Bohrmaschine, ey. Fuck. Ja, soll ich dir mal meine Bohrmaschine zeigen? Russische Kellerpornos sind nicht klein, die sind super. Die verbrauchen ganz schön viel Speicher, kann ich euch sagen. Nicht aus Erfahrung. Ja, beide Seiten des Klopapiers benutzen. Es sind immer die kleinen Dinge im Leben. Und eine enttäuschende Beschneidung. Das ist alles scheiße. Ich war... Junge, Mann. Das fühle ich noch am ehesten. Der Fettsack gewinnt. Alter, hättet ihr gerne Ambulophobie? Was ist das? Das ist die Angst zu stehen und zu laufen. Oh nein. Oh, die nehmen wir. Oh nein. Die nehmen wir. Ja, Roger, wir haben keine Seele dabei. Ja, der wirklich, wirklich, das ist nicht wirklich eine Karte. Die ist nicht von mir. Was? Ich leg die eh nicht, aber wo zur Hölle kommt fetzig-lustige Landmine her? Landmine. Das ist eine Karte, die gibt's auch so schon. Ohne das Deck heißt Landmine, deswegen glaube ich, ja, da ist ja aber nicht nein, drin. Es ist eine andere, aus nein, einem anderen von dieser, Deck. Dieser Frage da, ich schätze immer, das... Ach was, das erstimmt, die ist von mir! Natürlich ist sie von dir. Hey. Besser geht's nicht. So, Urteile haben keine Seele, weil... Eine Dauer. Super Begründung. Urteile haben keine Seele, weil... Polizeigewalt. Urteile haben keine Seele, weil... Baum. Okay. Ich hab das irgendwie... Also so, ja, das Beste. Baum ist das Beste. Super Auswahl, Alter. Da fühle ich mich so, freuen. Ich habe jetzt eine eindritte Chance, dass Noah gewinnt. Baum ist relativ offensichtlich. Ich will es aber nicht. Ja, Mann, das war nicht nur. Das war nicht von Jan. Ich hatte auch Jan erwartet, ehrlich gesagt. Ich nicht! Ihr Pisser! Statt Kohle gibt der Weihnachtsmann den bösen Kindern nun. Ey, wir haben morgen Weihnachten! Ja, ist so! Vor allem, ich versuche, dass das Video morgen online kommt. Alter, ich kann diese eine Karte nie legen. Die passt nie. Das ist voll mies. Okay. Deine Mom. Ho, ho, ho. Was schenke ich dir? Kind? Eine. Eine Unifus-Komplex. Yay. Was soll ist das? Ich hab vergessen. Das ist, wenn du das Bedürfnis, wenn dein Vater hasst und deine Mutter liebst. Das Gefühl, wenn sich zwei Eier beim Gang... Was? Analsex. Der Weihnachtsmann ist ein alter Pädophiler. Das stimmt. Porsche! Junge Mann, was hast du gegen zwei Eier, die sich beim Gang berühren? Ich debbe. Ja, du bist ja auch so ein Depp. Ja. Es muss eine Anime-Version von irgendwas geben. Oh nein. Gibt's schon! Okay, ich will's gar nicht. Von allem gibt's das ja, auch ist schon. Es gibt doch von allem schon an. Weiß ich nicht. Nein. Gibt's auch schon. Warte mal kurz, aber ich nehm's trotzdem. Gibt's auch schon. Ah, ich häng grad zwischen zweien. Mhm.
die Down-Syndrom-Katze nehme ich nicht. Was? Die gute alte Down-Syndrom-Katze. Okay, also das muss eine andere Version kommen. Es passiert nichts, wenn ich drauf gelacht und dann wird es Tentakel. Hä, bei mir, ist noch gar nicht geladen. Schon. Ich wette, es gibt es schon. Bei mir ist gar nicht. Nicht. Es gibt aber ein Intro. Bei mir ist nichts geladen, bei mir lädt nichts. Ich bin noch bei mir im Auswahlmenü. Aha. Ja, ist auch gerade lag. Oder? Ah, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Danke, danke schön. Mann, der Papst. Warum krieg ich einen Punkt? Oh, wow. Ist die Lösung. Ja, okay, dann werde ich dann das nehmen, was ich eigentlich vorher genommen hätte, wenn es. Vor allem jetzt hätte ich endlich meine Karte, die ich seit einer Ewigkeit legen will, legen können. Es ist doch ein Scherz. Die Runde jetzt darf nicht rum sein. Die Runde darf nicht rum sein. Nehmen jetzt das, was es auch, wo vorne schon eine Anime-Version gibt. Hättet ihr gerne eine Kacke Unterwäsche falsch rumtragen, um zu vermeiden, dass sie gewaschen werden muss, ist die Lösung. Nein. Nein. Dem Präsidenten. Das kann vielleicht Mann, nicht die Lösung will nicht, sein. Dass die Runde rum ist. Was will ich jetzt? Will nicht mich, Alter. Ich will das, wow, was eine Hilfe. Ich will das, was ich aus meinem Privatleben am besten kenne. Also das Dritte. Jetzt zweites, wächst mich auf, oder? Hättet ihr gerne Kakumbo? Ich hätte ohnehin zwischen Präsidenten und der Mutter geschwankt, also. Was? Was würde Jesus tun? Jetzt komm, die passt zwar nicht wirklich, aber ich muss jetzt endlich mal meine krasse Karte legen. Junge, hättet ihr gerne Kakophobie? Was ist das? Angst vor Hässlichkeit, da könntest du gar nicht mehr leben mit dir selber. Fick dich. Was ich nicht jeder. So. Los. Was würde Jesus tun? Deine Jungfräulichkeit an einen. Was? Schöne kleine ganze Hexe, ey. Zum was? Mitnehmen. Was? Was? Mit einer Cola. Nee. Ohne Gleitmesser hin. Aha. Es ist jetzt von dem wir sprechen. Jawohl! Komm, ich gewinn das doch! Ich gewinn das doch! Nein. Nein. Ich hab 6 Punkte! Junge, wenn jetzt Jan gewinnen würde. Jan, Digga, ist so. Wäre der bessere Führer gewesen. Der Stalin schreibt, gewinnt. Nein. Nein. Junge. Wer schreibt gerade Stalin? Ich hab was geschrieben, aber nicht Stalin. Der Stalin schreibt, gewinnt. Nein. Nein. Doch. Der Stalin schreibt, den kick ich. Ja, mach auch. Ach. Jan. Der Schrei aus der Zalando-Werbung. Hä? Ich. Der Zoll ist Erik Kahn. Erik Kahn, man. Fehlt da nicht ein T? Wundervoll. Erik Kahn, man. So, der Schrei ist jetzt Zalando-Werbung. Wer ist so dumm, das zu nehmen? Ja! Gewonnen! Scheiße! Porsche! Hat man das gehört? Mir ist mein Headset runtergefallen. Alter, Erik Kahn, man. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich bin für heute dann mal weg. Wir sehen uns irgendwann wieder. Lasst ein Abo bis da. Bis zum nächsten Mal. Tschö.